vorne Hinchcliffe hält das Ganze so ein bisschen auf, so scheint es. Ryan Hunter Ray jetzt hinten drin bei Hinchcliffe. Wird so ein bisschen gezogen auch von Hinchcliffe, denn der war zuletzt eigentlich schneller als Ryan Hunter Ray. Und da ist die nächste Gelbphase. Power mit dem Fehler. Oh, das ist völlig ungewöhnlich für Power. Zusammenstoß mit Clement De Melo. Das müssen wir uns auch noch einmal anschauen. Power mit dem Fehler. So sieht es zumindest aus. Der war eigentlich jetzt wieder gut dabei, was die Pace angeht. Schauen wir, was Clement De Melo gemacht hat. Also, so wie ich es gesehen habe im Live-Bild, ist das eher eine Aktion gewesen von Power. Clement De Melo relativ weit oben, hat da kaum noch Platz gehabt, aber bevor wir spekulieren, schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Und das ist natürlich für den Leader im Gesamtklassement extrem bitter, der sich fürchterlich aufregt, der die Schuld natürlich bei Clement De Melo sieht. Clement De Melo schleppt sich hier rein. So, jetzt nochmal. Clement De Melo ist außen. Immer noch, bleibt voll drauf, kann die Linie zunächst einmal halten und dann wird es eng, muss. Oh, das ist, also da muss Power die Ansage kriegen vom Spotter, dass da außen einer kommt. Clement De Melo war zurück im Vergleich zu Power. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Also Power wird natürlich auch dadurch, dass Ryan Hunter Ray vor ihm fährt, Schwierigkeiten gehabt haben, die Linie zu halten. Also ich glaube kaum, dass der da das Lenkrad aufgemacht hat. Der wird auch versucht haben, innen die Linie zu halten und dann nachdem Clement De Melo mit so viel Speed-Überschuss da außen reinkommt, bleibt nur noch der Crash. Da sehen wir es vorne. Ryan Hunter Ray, Dirty Air und Ray Hall filmt das Ganze. Boah. Also wenn man es aus der Situation sieht, also Clement De Melo ist ein Rookie. Der sieht da die Lücke, versucht reinzustechen, aber letztendlich gibt es nicht den Raum. Die Reaktion von Clement De Melo, der sich da beim Team letztendlich natürlich auch bedankt. Also Clement De Melo ist sich immer noch sicher, so scheint es zumindest von der Körpersprache her.